Ihr Lieben, die meisten haben diesen Stream hier schon live gesehen und wer ihn verpasst hat, herzlich willkommen auf jeden Fall zu diesem Video. Es geht um die Rum-Ananas-Praline, in der Remedy drin ist, und zwar der Remedy Pineapple. Ein Rum, der sehr lecker ist. Über den erzähle ich gleich nochmal etwas. Verpasst nicht das Video mit dem Bud Spencer Bohnen hier, mit den Rumbohnen. Das gibt es auch auf Rumtastisch. Und jetzt suche ich hier gerade, während ich rede, das Intro. Da ist es. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sven. Herzlich willkommen auf Rumtastisch. Hier findet ihr alles rund um die Welt des Rums. Wir hatten eben, wie gesagt, schon die andere Rumpraline hier und jetzt geht es um den Remedy. Ich habe den Remedy Pineapple als Rum ja auch bereits in einem meiner Videos vorgestellt. Verpasst auf jeden Fall nicht dieses Video. Schaut es euch an. Es ist sehr interessant, auch was gerade so die Hintergrundgeschichte des Remedies an sich angeht. Da werde ich jetzt aber auch hier noch etwas, aber in kürzerer Form auf jeden Fall, erzählen. Und zwar ist es so, dass die ganze Serie Remedy auf die Prohibition in den 20er Jahren in Amerika zurückgeht. Denn da war es verboten, Alkohol auszuschenken und auch überhaupt zu verkaufen in irgendeiner Form. Und da wurde der Schwarzmarkt natürlich angeregt, also der florierte regelrecht, dieser Schwarzmarkt, was Alkohol angeht, zu diesen Jahren so sehr, und das erzähle ich halt in aller Ausführlichkeit auch in den Rum-Videos, in den Remedy-Rum-Videos, so sehr, dass die Polizei maßlos überfordert war, das Ganze in den Griff zu kriegen. Und es war quasi staatlich toleriert, obwohl es verboten war, war es staatlich toleriert, dass Alkohol ausgeschenkt wurde in sogenannten Flüsterkneipen oder auch, dass das sogenannte Moonshining betrieben wurde. Es wurde nicht geahndet oder konnte auch nicht in vollem Maße geahndet werden. Moonshining heißt, dass man im Keller schwarz selber brennt. Und diese Szene ist da halt besonders groß geworden. Offiziell verkauft hat aber Frank M. Farrington, derjenige ist nämlich ein Drogerist und ein sehr findiger. Er hat viele, viele Kräuter zusammengesucht und verschiedene Rums. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Das waren die karibischen, glaube ich. Genau. Trinidad, Tobago, Barbados und die Dominikanische Republik. Und diese Rums, die hatte er im Regal stehen und die hat er zusammengemischt und hat das Ganze dann in Apothekerflaschen abgefüllt und hat dann anschließend. Habe ich das Bild vielleicht hier? Kann ich euch das zeigen? Ich habe das leider nicht. Doch, da habe ich es. Nee, da habe ich es nicht. Es tut mir leid. Naja, gut. Verpasst auf jeden Fall nicht das Video. Wie gesagt, die Flaschen finde ich tatsächlich sehr schön, weil es halt so diese. Das sind Apothekerflaschen. Das erinnert einfach an die Medizin und soll es auch, denn das Ganze heißt ja auch Heilmittel. Remedy heißt Heilmittel. Der Farrington war halt ein findiger Fuchs und hat auf die Flasche Remedy, also Heilmittel, geschrieben und konnte es dann, so der Übermittlung nach, konnte es auf die Weise dann als Medizin verkaufen und nicht als Alkohol. Einmal das. Und außerdem wurde auch der Remedy wohl in der Moulin Rouge als Cocktail rum ausgeschenkt und verwendet. Und auch das hat ihm zu Weltenruhm verholfen. Das Ananasrezept, das Remedy-Ananasrezept, das ist allerdings wohl eine längst verschollen geglaubte Familienrezeptur mit der Königin, mit der Königin aller Früchte, genau, der Ananas, das dann irgendwann wieder aufgetaucht ist. Ich halte das ja für eine Geschichte, aber ich mag Rums, die so eine Geschichte mit sich bringen. Also von daher wollen wir es mal glauben, wollen wir es dabei bei belassen. Auf jeden Fall finde ich die Aufmachung sehr schön und was ich auch sehr schön finde, die Schokolade an sich. Und die habe ich hier in ein Bild gepresst. So, und da könnt ihr das Bild, ich werde das mal hier groß euch zeigen, da könnt ihr das Bild mal sehen. Rum-Ananas-Praline steht da drauf. Und vorhin im anderen Video war die Frage, ob das Ganze vegan ist.
Und ich schaue jetzt mal hier drauf, ob hier irgendetwas steht von Veganität. Und hier ist Kakao, mindestens 60%, Zartbitterschokolade, Zutaten ist Zucker, Kakaomasse, Wasser, Spirituose, karibischer Rum und destilliertes Wasser, Zuckerrohr, natürliche Aromen, Kakaobutter. Kann Spuren von Soja, Ei, Milch und Haselnüssen enthalten. Ich glaube, das ist nicht wirklich ausschließlich vegan. Ohne Palmöl auf jeden Fall. Das könnt ihr unten links sehen. Und ansonsten, nein, also den Stempel vegan hat es auf jeden Fall nicht. So, ja, was ich ganz cool finde, ist, dass auch diese Verpackung so ähnlich aufgemacht ist wie die Flasche selbst, also vor allen Dingen mit der Schlange und der Ananas und diese ganze Farbgebung. Ich finde sie sehr schön poppig, ich finde sie echt interessant gemacht und schön aufbereitet. Und ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet in der Verpackung. Ich habe, wie gesagt, nein, das habe ich vorhin gesagt, eine Praline davon schon probiert, aber nicht aus dieser Packung, sondern ich hatte einfach die Gelegenheit, so eine schon mal probieren zu können. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau so, aber schaut euch das mal an hier. Wie cool ist denn das bitte? Und ich werde mal gerade hier den Bud Spencer komplett einfach, der Ordnung halber, werde ich den Bud Spencer einfach mal komplett hier verbannen und werde einfach nur hier die Remedy-Schokolade hinstellen. So, und schaut euch das mal an in der Seitenkamera hier. Das sieht wirklich nett aus. Das ist doch schick. Passen, dass sie nicht rausfällt. Aber das sind so kleine Pineapple-Dinger hier, alle einzeln noch verpackt wieder. Also das macht zumindest optisch, macht das echt was her. Also das finde ich echt schick. Und bin ich jetzt mal gespannt auf jeden Fall. Ich schalte euch wieder hier auf die Facecam und dann werde ich hier mal eine entnehmen und werde euch als erstes beschreiben, wie das Ganze riecht. Es könnte ja sein, das weiß ich nicht, dass die Schokolade auch ein bisschen nach Rum riecht. Nee, gar nicht. Die Schokolade riecht nach Zartbitterschokolade. Und einfach nur so, wie man sich Zartbitterschokolade vorstellt, auf jeden Fall. Im Übrigen ist es ja auch möglich oder kann man gut machen, wenn man einen Rum trinkt, Schokolade dazu zu essen. Das ist eine sehr schöne, eine sehr leckere Kombination, was diese Praline natürlich an sich forciert. Also auch gerade Zartbitterschokolade kommt da sehr gut. Wobei ich selber, ehrlich gesagt, so die 55-prozentige Schokolade vorziehe. Ich weiß gar nicht, ob das schon zartbitter ist. Lecker, lecker. Also es riecht einfach nur nach Zartbitterschokolade. Ich bin noch mal gespannt, wie das Ganze schmeckt. Mein erster Eindruck, die Schokolade ist lecker. Vor allem auch der Rum, der kommt richtig gut raus. Der hat so eine leichte Schärfe des Rums, ist definitiv der Remedy Pineapple, also auch nicht irgendwie verändert anscheinend. Der schmeckt genauso, wie ich den Remedy Pineapple in Erinnerung habe. Er hat so eine alkoholische Schärfe dabei. Man schmeckt die Ananas definitiv raus. Und dann wird das Ganze aber sehr schokoladig im Mund auch. Die Schokolade überwiegt dann anschließend im Geschmack, finde ich. Der Rum ist richtig flüssig. Also es ist die Viskosität des Rums ist komplett flüssig. Was anders ist als bei der anderen Rumpraline, die wir vorher hatten, schaut auf jeden Fall auch bei der Bud Spencer Rumpraline vorbei, wenn ihr dieses Video später schaut. Die Rumpraline, die war von der Viskosität eher so sirup-honigartig.
Und dieser hier ist, das ist ein flüssiger Kern, definitiv. Und da ist vor allen Dingen auch ein Zuckerinneres drin, so wie bei Erfrischungsstäbchen zum Beispiel. Nur, dass das hier ein Erfrischungsstäbchen mit Alkohol ist. Und die Schokolade ist hier definitiv mehr Anteil als bei einem Erfrischungsstäbchen. So, ihr Lieben, ich versuche mal das Ganze in der Mitte aufzubeißen. Ja. Also, was man auf jeden Fall sieht, ja, das kann ich euch jetzt gar nicht zeigen. Der Alkohol hier drin ist flüssig. Wenn ich so mache, dann schwenkt er da drin richtig rum. Und man kann diesen Zuckerrand hier auch erahnen zumindest. Also da ist noch innen so ein Zuckerrand drin. Man sieht es auch. Da ist so ein richtiger, so ein zweites Bassin sozusagen drin. Komplett aus Zucker. Das hält halt den Alkohol davon ab, in die Schokolade zu ziehen. Ja, also der ist richtig flüssig diesmal. So. Lecker. Da finde ich. Lecker. Ich werde mal auf die Facecam kommen und meine Expertin für vegan Fragen sagt, die Zutaten klingen nach definitiv vegan. Sehr gut. Okay. Kakaobutter. Ich habe mich durch Kakaobutter verleiten lassen. Aber Kakaobutter ist offensichtlich keine Butter. Offensichtlich dann nicht. Na gut. Ja, gut. Es ist halt die Butter von Kakao, verstehe. Also, ich werde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, persönlich. Aber meine, wie gesagt, Expertin für Fragen in Veganität bestätigt, dass das Ganze vegan ist. Und von daher wäre das dann vielleicht eine Idee. Stand da nicht irgendwie, dass das Milch, dass die Schokolade, Zartbitterschokolade 53%, 47% Schokoladenfüllung, Kakao 60% in der Zartbitterschokolade? Ja, nö, gut, steht nichts davon, dass irgendwie Milch mit drin wäre, das nicht. Ich weiß wohl, dass dieses kann Spuren von enthalten, dass das einfach nur ein Haftus ist quasi. Okay, also, ihr Lieben, als. Ich werde hier nochmal eben das Laufband einschalten als Fazit zu dieser Schokobohne. Wirklich lecker, kann man machen. Also man schmeckt den Remedy raus. Die Geschichte ist auch eine tolle auf jeden Fall. Die steht hinten übrigens sogar nochmal drauf. The Tropical Treasure, das Leben bietet viele Schätze und die entdeckt werden sollen. Hier steht also auch vom Alchemisten Frank M. Farrington alles drauf. Und ach ja, richtig, es geht ja noch um seinen liebsten Obsthändler, der erspähte dort, er erspähte im Korb seines liebsten Obsthändlers eine Ananas damals und so weiter. Das müsst ihr euch auf jeden Fall mal in dem Video zum Remedy anschauen, zum Remedy Pineapple. Es gibt ja mittlerweile drei verschiedene, vier verschiedene sogar. Schaut euch alle diese Videos auf jeden Fall an. Ihr Lieben, wir machen im Livestream noch weiter, aber für dieses separate Video über die Remedy Ananas Praline ist nun Schluss. Ich wünsche euch einen schönen Abend und sage nüchtern bleiben, Prost.